Die Politikwissenschaftlerin Professor Ursula Münch hat das Ganze mit uns verfolgt. Ich begrüße Sie hier wieder, Frau Münch. Ich finde, am Ende, meine persönliche Einschätzung, am Ende war das vielleicht anders, aber gerade der Anfangsteil, als er seine Forderungen hervorgebracht hat, da konnte man sich doch ein bisschen fragen, spricht hier ein Mitglied einer Regierungspartei? Auf mich wirkte er fast teilweise wie ein Oppositionsmitglied in all diesen Forderungen, die er aufgemacht hat. Wie ist Ihre Einschätzung? Sie haben grundsätzlich recht, da war Kritik herauszuhören an der aktuellen Lage, am aktuellen Umgang, Vorbeugung gegen Terrorismus. Jetzt darf man natürlich eins nicht übersehen. In einer gewissen Hinsicht ist er ja durchaus auch ein bisschen in so einer Gegenpositionsrolle. Und zwar dadurch, dass natürlich ein Teil dieser ganzen Maßnahmen, die er jetzt angesprochen hat, auf Landesebene stattfinden muss. Also insofern kann man auch sagen, naja, da hat sich ein Bundespolitiker, ohne es explizit so zu formulieren, im Grunde vor allem auch die Landessicherheitsbehörden in die Pflicht genommen. Er hat zwar völlig zu Recht auch von der Bundespolizei gesprochen, aber im Großen und Ganzen ist das Thema innere Sicherheit ganz stark auf Landesebene verankert. Also insofern hat er eigentlich nicht nur ein bisschen die eigene Bundesregierung oder die Bundespolitik kritisiert, sondern eben auch die Landespolitik, an der zum Teil natürlich auch die Grünen beteiligt sind, aber das hat jetzt, glaube ich, da keine so große Rolle gespielt für ihn. Und Kritik gab es auch am Oppositionsführer, an CDU-Chef Friedrich Merz. Vielleicht können wir die Frage von vorhin, zu deren Beantwortung wir nicht mehr gekommen sind, hier aufgreifen. Er hat gesagt, Friedrich Merz solle bitte konkret sagen, wie er sich das vorstellt, wenn er einen Aufnahmestopp aus Afghanistan und Syrien fordert. Deswegen noch einmal Ihre Einschätzung dazu. Was bezweckt der CDU-Chef mit einer solchen Forderung, die mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist? Ist das Populismus oder tatsächlich etwas, wo er sich eine Lösung darin erhofft? Vermutlich ist es beides. Natürlich ist es Populismus, weil, wie Sie sagen, Sie haben da völlig recht, sobald sich jemand individuell auf das Asylrecht beruft, hat er grundsätzlich das Zugangsrecht zur Bundesrepublik, aber eben auch nur grundsätzlich. Und zwar könnte eigentlich die Bundesrepublik könnte mit Blick auf die ganze Asylgewährung viel restriktiver sein, weil wir seit 1994 tatsächlich eine Änderung des Grundgesetzes haben, die weniger auf die Herkunftsländer, auch da werden sichere Herkunftsländer genannt als Thema, aber wo es vor allem um den Reiseweg, sprich um die Fluchtroute geht. Also Nuripur, man kann ihm schon recht geben, dass er sagt, naja, das müsste der CDU-Vorsitzende schon konkretisieren. Da ist Herr Merz vielleicht tatsächlich ein bisschen vage geblieben. Insofern ja, populistisch, weil er im Grunde Merz das artikuliert, was ein großer Teil der Bürgerschaft sich auch sagt. Die sagen, warum lassen wir diese Leute überhaupt hinein ins Land? Also insofern ist eigentlich beides wahr. Man kann durchaus, aber dann vor allem mit Blick auf den Fluchtweg, Menschen grundsätzlich sich an der Grenze abweisen, dann muss man sich aber darum kümmern, dass die von den anderen europäischen Staaten aufgenommen werden, in denen sie zuerst waren. Das ist durchaus nach wie vor schwierig innerhalb der Europäischen Union. Und mit dem anderen Punkt haben Sie natürlich auch recht. Wir haben einerseits diese grundgesetzliche Verbürgung und wir haben natürlich auch internationales Flüchtlingsrecht. Das glaubt auch die AfD immer nicht, mit nur jemandem quasi zu sagen, du hast bei uns nichts zu suchen. So einfach lässt es sich nicht lösen. Es sind tatsächlich diejenigen, die dann den Zugang geschafft haben, ins Land zunächst mal das Asylbegehren zu prüfen, es sei denn man kann ihnen tatsächlich nachweisen, dass sie über einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union eingereist sind, dann wäre es tatsächlich an diesen meistens den grenznahen Ländern mit Außengrenzen das Asylbegehren zu prüfen. Also wir haben beides. Es ist einerseits sachlich einiges richtig, andererseits ja, ist es natürlich den Leuten ein bisschen nach dem Mund geredet, aber wir machen ja auch die Erfahrung, wenn Politiker völlig ignorieren, und zwar Politiker der seriösen Parteien völlig ignorieren, den Unmut in der Bevölkerung, dann ist das auch keine Lösung, weil dann der Unmut und die Stimmen eben zu extremen Parteien wandern. Einordnungen von Professor Ursula Münch. Ganz herzlichen Dank dafür.